Wir sind jetzt angekommen im Nationalpark. Wir sind da. Müssen einen Windschutz bauen, weil es hier verflucht windig ist. Und beginnen übrigens hier jetzt unsere 5 Tage. Fazit nach 20 Minuten. Windig, aber sau heiß, ne? Ja, ist echt warm. Daniel hat schon seine Jacke ausgezogen. Immer reisengelb. Aber wir haben vergessen, Wasser mitzunehmen. Ne, wir haben es nicht vergessen. Wir haben einen Tipp gelesen, dass alle 20 Minuten ein Wasserloch, also kein Wasserloch, sondern ein Bach oder ein Fluss. Man soll das Wasser hier trinken können, weil es mit eins der reinsten Wasser der Welt ist. Nur bisher kam kein Wasser. Und wir haben Durst. Ja. Nach 3 haben wir jetzt. Wir sind ungefähr um 11:45 losgelaufen. Heißt, dass wir jetzt 3,5 Stunden gebraucht haben, wenn ich noch richtig rechnen kann. Heißt, dass wir gleich da sein müssten, weil es hieß, der Track dauert 3,5 Stunden. Und das war jetzt gerade der Platz, wo man die Reservierung seit neuestem zeigen muss. Und jetzt dürfen wir uns hier aussuchen, wo wir zelten. Wir mal eine Roomtour machen? Na klar. Vorraum, praktisch Eingangsbereich. Wohn-, Schlaf-, Esszimmer. Roomtour vorbei. So, unser Camp steht. Jetzt machen wir uns noch auf einen kleinen Trip hier. Ungefähr noch mal eine Stunde wandern heute. Und dann geht's zu einem Aussichtspunkt, wo wir Blick auf den Gletscher haben werden. Man hat zwischendurch schon gesehen, diese richtig minzblauen Gletscher, die in dem Wasser sind. Ich habe das noch nie gesehen. Das ist wirklich einfach so Eisbrocken rumgetrieben. Krass. Also richtig so, total krass. Richtige Gletscher. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt gleich noch ein paar drauf. Wir sind jetzt im Zelt. Draußen ist es sauwindig. Aber man merkt hier im Zelt wirklich gar nichts. Nichts. Und kalt ist es auch überhaupt nicht. Ist voll warm. Es ist sogar zu warm. Und die Heater-Socken sind der Hammer. Die sind echt gut. Ich habe die nicht mal an und ich habe warme Füße. Hinter uns ist alles verstaut. Ich sag mal so, aus dem Bett fallen tue ich diese Nacht nicht. Ne, ist voll geil. Aber ist vor allem echt schön warm, ne? Erster Tag im Torres del Paine. Check. Es war überhaupt nicht kalt. Es war richtig schön warm. Es war null kalt, einfach nur ein bisschen hart. Aber der Wind war heftig. Es war richtig laut draußen, der Wind. Wir machen uns jetzt Frühstück und dann wird hier alles abgebaut. Und dann geht die Strecke wieder zurück und noch ein bisschen weiter. Tag gerade mal.
Oh, es ist so. Und die 3,5 Stunden von gestern haben wir schon hinter uns. Wir laufen jetzt die nächsten zu dem Camp, wo wir dann schlafen. Sind nochmal jetzt 3 Stunden bis zum nächsten Camp. Aber mit so einer Aussicht. Irgendwie gar nicht. Anstrengend. Also ich mache jetzt mal so ein schnelles Zwischenfazit. Findest du es anstrengend? Nur berghoch. Nur berghoch, sagt er. Sagt der gelbe Smarty da vorne. Berghoch gehen. Ich finde das einfacher als runter. Ja. Tut nicht so weh. Und wenn ich eins auf dieser Weltreise gelernt habe, ist, geh nicht mit Anja berghoch. Die geht schneller berghoch als zum Supermarkt. Ja. Und schneller hinter sich. Oh, es macht so Bock. Es ist so geil. Der Track ist auch viel, viel schöner. Weil viel mehr Aussichten hier sind. Das ist jetzt hier unsere Plattform, wo wir die Zelte aufspannen können. Mega geil, weil es da nicht nass wird von unten. Und wir können selber hier auf der Plattform kochen. Das fanden wir letztes Mal nicht so cool, dass man in so eine Küche gegangen ist. Das ist der Hammer. Hier Wind für Windschutz. Also nicht für uns, sondern fürs Kochen, ist klar. Wir sind jetzt insgesamt echt 8 Stunden heute gelaufen. Aber war richtig geil. Nur die Ferse tun weh. Hier, die Ferse, die tun richtig weh. Couscous. Couscous. Mit Pesto und Erdnüssen. Verflucht lecker. Wir haben schon wieder richtig lange geschlafen. Wir sind gestern um 10 sind wir ins Bett. Wir sind um 10 Uhr ins Bett abends und wir sind um 8 Uhr aufgestanden. Wach geworden, aber aufstehen wollten wir noch lange nicht. Und jetzt frühstücken wir Haferflocken. Die sind da drin. Kaffee, richtig geil. Das ist so Milchpulver. Wenn man das mit heißem Wasser auffüllt, dann ist das halt also Milch für den Kaffee. Jetzt wird Wasser heiß gemacht. So sieht dann also ein Bad aus auf dem Campingplatz, auf dem man bezahlt. Da ist mal ein Ding, oder? Das ist schon krass, guck mal. Also es ist wirklich eine Ausnahme, aber es ist heftig. Duschen gibt es ja auch. Also wir haben die Duschen im Hotel sahen schlechter aus vorher, oder? Aber hier schön mit so einem Regendingens, vorne noch mit so einem Stühlchen, um seine Sachen abzulegen. Noch ein Ding, warm Wasser wird einem versprochen. Das gibt's aber nicht. Doch, gestern Abend, das ist das Schlimme, als wir gestern Abend angekommen sind, gab's heißes Wasser und wir dachten noch, oh, morgen heiß duschen. Und jetzt kommen wir hier hin und der Typ pennt noch. Mehr. Ja, wir glauben, der Typ pennt noch in seinem Zelt und hat vergessen, irgendwie das Dingens anzuschalten. Ja. Und jetzt haben wir Gletscherwasser. Und dann geht man halt hier so raus und hat dann mal eben so einen Ausblick. Und so sagen wir, guten Morgen. Aus Torres del Paine. Hier ist auch ein ganz cooler Ort, um mal unsere nächsten Pläne zu sagen für heute. Heute auch professionell mit Stock. Aber nur er. Ja. Wir gehen jetzt ins nächste Campground, Italiano. Dadurch aber, dass der Campingplatz da hinten voll ausgebucht war und die einen tatsächlich nicht annehmen ohne Reservierung, müssen wir wieder zurück eine halbe Stunde. Dann können wir die Backpacks da lassen und ohne Backpacks weiter wandern zu einem geilen Aussichtspunkt. Ne? Ist ja nicht so, dass hier ständig Aussichtspunkte wären, aber... Diesmal ist der Campingplatz auch kostenlos. Spar High Five. Jetzt gehen wir los. Auf zum Viewpoint. 2,5 bis 3 Stunden, ein Weg. Eins will ich noch zeigen, wir sind Profis geworden im Zeltaufbau. Wieso?
ist der erste Aussichtspunkt auf dem Weg. Das ist so heftig. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Es ist so krass. Boah, ist das geil. Schlechtere Orte, um Pause zu machen, ne? Die lacht jetzt nur für die Kamera. Die hatte gerade mal schlechte Laune, weil sie dachte, wir haben uns verlaufen. Die markieren das hier nicht vernünftig. Guck mal, wie schnell du dich verlaufen kannst. Ja. Entschuldigung, weißer Fuß? Ich glaube, da müssen wir lang. Also, wenn er Patagonien will, macht er erstmal einen Grundkurs im Pfadfinder sein. Es ist eiskalt. Wir sind jetzt hier am Aussichtspunkt und es ist eine kleine Plattform. Ey, guckt euch das an. Das ist der absolute Hammer hier. Wir sind zurück im Camp und heute gibt es unser Spezialrezept. Wir haben mehrere Spezialrezepte hier beim Camping. Tomatensuppe mit Nudeln. Aber mit Nudeln, die nur 2 Minuten brauchen. Das ist jetzt hier einer von den kostenlosen Campplätzen. Campamento Italiano. Ja, was soll man sagen? Es stehen überall Zelte. Und wir sitzen hier auf Holzblöcken und hätten nicht gedacht, wie unfassbar bequem das sein kann. Worüber man sich freuen kann, ne? Nach so 3 Tagen in der Wildnis. Dass die Socken in den Flipflops passen, das ist auch geil. Die Fersen tun zu viel. Heute war die erste Nacht, die wirklich kalt war. Ja. Entschuldigung. Es sind alle wach. Die packen entweder schon ihre Zelte zusammen oder sind am Kochen. Und bei der Anzahl der Leute müssen wir die Einzigen sein, die jetzt gerade erst verpennt aus ihrem Zelt kommen. Aber das Ding ist auch, dass wir 5 Tage und 4 Nächte machen. Ja. Und viele, die hier hinkommen, auch im Internet wird empfohlen, 4 Tage und 3 Nächte nur zu machen. Das heißt, man muss mehr laufen, das heißt, man muss früher aufstehen, damit man das mehr Laufen schafft. Ja, und wir haben halt entspannt, ne? Wir sind so müde, ne? Und arschkalt, ey. Aber der Hammer. Was eine blöde Idee ist, ist übrigens mit irgendeinem Körperteil im Schlafsack an der Zeltwand zu pennen, weil dann wird's nass. Ich habe im Rucksack geschlafen. Ja, zwischen mir und Rucksack. Ja, so, wir gehen jetzt Haferflocken essen. Nach 3 Tagen das erste Mal geduscht. Ich wusste überhaupt nicht, dass man Hirnfrost auch von außen bekommen kann. Es war eiskalt, das Wasser. Wir haben uns wieder in diesen Campingplatz geschlichen, wo wir gestern waren. Weil bei uns gab es gar keine Dusche und wir dachten, wir würden heißes Wasser kriegen. Gab's nicht. Nur Gletscherwasser. Ja. Jetzt sind wir nämlich wieder auf dem Weg weiter zum nächsten Camp. Aktivitäten, wo man jeden grüßen muss, der dasselbe macht. Tracken ist ein so ein Ding. Mit dazu gehören, glaube ich, noch Gassi gehen, Bus fahren, Campingvan fahren. Man macht das immer in der Landessprache, wo man gerade ist. Also egal, wer hier kommt, Olla. Auch wenn man sieht, das sind Deutsche, die gerade kommen. Ja. Und wir haben uns doch gehört, dass wir alle Deutsch sprechen. Man sagt Olla. Wir schwimmen aber gegen den Strom. Olla. Wir sagen immer Hi. Olla. Hi. Was der allergeilste Moment gerade war, sich hinzulegen, die Augen zuzumachen, sich nochmal vor Augen rufen, wie man all das immer so gegoogelt hat, diese Bilder, und dann ganz schnell aufmachen und merken, dass man mittendrin ist. Zwischendurch kommen wir mal Donner wie von so einem Gewitter.
da hinten, der Gletscher, krachen da Lawinen runter. Das hören wir ein bisschen. Das ist wirklich wie so ein Gewitter, Jonna. Gerade haben wir hinten nur noch so eine große weiße Schneewolke gesehen, die da runtergefallen ist. Das kommt ja später an hier, das Geräusch, ne? Also es ist eh immer schon zu spät, wenn wir uns so schnell umdrehen. Was wir selten tun. Geht gerade nur bergauf. Seit einer Stunde jetzt fast. Aber es ist schön. Ich will weiterlaufen und Anja kann nicht mehr. Klar. Übrigens, ich habe meine Sonnenbrille verloren. Wer hätte das erwartet? Gerade 7 Uhr und so hell ist es hier noch. Das ist der Hammer hier unten in Patagonien. Ja, wann geht die Sonne unter? 10 oder wann? Um 10 geht die Sonne, um 10 wird es dunkel. Deswegen muss man sich überhaupt nicht abstressen bei den Tracks, das ist richtig, richtig schön. Ja, Wahnsinn, du hast von morgens 5 Uhr bis abends um 10 hast du Zeit hier durchzulaufen. Wir sind jetzt meistens immer so losgelaufen, dass wir so gegen 8 oder so im Camp sind. Ja, das ist perfekte Zeit. Perfekte Zeit. Ja. Auf dem modernen Rückweg hatten wir meistens immer komplett alles für uns, genauso wie jetzt hier gerade. Das ist so super. Schön hier. Ja, gerade wie Herr der Ringe, ne? Entschuldigung. Ich dachte, du gehst weit. Ja, mega Bock. Zwischendurch ist man am Fluchen, warum man hier überhaupt langläuft. Aber sobald man um die nächste Ecke geht, weiß man wieder warum. Wir sind da! Wir sind so gut wie da und wir haben zur Belohnung uns Bier geholt. Also so gut wie jeder Campingplatz hier hat auch so einen Minimarkt. Campingplatz, die man bezahlen muss, ja. Ja, stimmt. Wo man sich Schokolade holen kann, Getränke holen kann, auch Essen, Instantnudeln. Also selbst wenn man mal zu wenig eingepackt hat, keine Sorge, man ist nicht aufgeschmissen. Es gibt immer noch Möglichkeiten, sich hier was zu holen, auch wenn ein bisschen überteuert. Aber das Bier wird, glaube ich, das Beste unseres Lebens. Boah, jetzt aber tut Sehne weh, Knie, Ferse. Ey, aber morgen haben wir noch einen Track vor uns. Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Campingplatz. Es war jetzt die letzte Nacht und das war auch die kuscheligste und irgendwie wärmste. Es war richtig, richtig schön. Aber es ist jetzt auch 6 Uhr morgens. Und heute kommt das Highlight, nämlich diese drei Torres. Der Namensgeber für den Park. Das sind so drei Türme, die wie so Zähne in die Luft ragen. 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück und um 2 Uhr geht unser Bus zurück in die Stadt Puerto Natales und deswegen müssen wir jetzt schon los. Deswegen kocht hoffentlich gleich das Wasser. Dann gibt's Tee, wieder Haferflocken und dann geht's los. Wenn man aus dem Topf isst, muss man weniger spülen. Natürlich geht es gerade nur bergauf. Das ist nur bergauf. Schlimmer ist jetzt, dass wir diesen kargen Zeitdruck haben. Das ist, glaube ich, mit Abstand der langweiligste Track und der anstrengendste Track hier. Wir haben jetzt kurz vor 9. Wir haben jetzt 2 Stunden gebraucht. Und wahrscheinlich noch 1 Stunde hoch. Das heißt, wir machen ein Foto und gehen wieder zurück. Das nervt, dass wir da eigentlich nur hingehen, weil es überall heißt, dass diese drei Dinger sind ja der Namensgeber von diesem Park. Und deswegen geht man da hin so ungefähr. Ja. Also man merkt, unsere Laune ist gesunken. Ja. Aber ich habe Schokolade hinten drin. Da sind wir gelaufen und das kommt jetzt. Wir haben die Schokolade jetzt gegessen. Wir fühlen uns immer noch nicht fit. Dafür ist die Laune jetzt dezent gestiegen. Weißt du, was jetzt auch steigt? Die Steigung. Wir machen mal wieder Pause. Das ist echt anstrengend. Aber diesmal machen wir Pause.
Wir haben es geschafft. Oh. Und der Weg hierhin hat sich doch echt gelohnt. Also am Anfang das Waldstück hat mich echt genervt, aber wenn man dann ist so geil. Hier ist. Ich zeig nochmal, worauf wir gucken. Ja? Jetzt geht's 3 Stunden wieder zurück. Hoffentlich 3, sonst fährt der Bus. Das ist doch mal ein Hammerabschluss für 5 Tage im Nationalpark, oder?